Hallo liebe Leute, willkommen zurück zum Trust and Betrayal Minecraft-Projekt. Wieder mit dabei sind der Tarumaru. Hi. Und der Kaden. Na, hallo. Ja, ich bin hier im Nether. Ja, hier jumpt eine Spinne vor mir rum. Lustigerweise. Ich weiß zwar nicht, welche Ebene die ist, aber ich will sie töten. Da ist sie. Was ich denke mal, wir ein paar Grabsteine hier oben, aber... Grabsteine? Grabsteine? Grabsteine, ja, wenn jemand stirbt. In der Zeit auch Grabsteine, die ohne tote Leute funktionieren, ne? Ich habe bisher zwei Grabsteine geplündert hier, von Nephias und Darkies World. Eisen. Ah, nice. Ich habe schon voll Diamant-Equip und so weiter gekriegt, aber ist ja... Oh, naja. Meins ist auch bald kaputt. Diamant wird dir hinterhergeschmissen hier. Das ist der Vorteil an dem Exoskelett dann später, das ist ja ohne Haltbarkeit. Unzerstörbar, ja gut, ein Teil habe ich ja schon. Also du machst Dorn drauf. Was? Außer du machst Dorn drauf. Achso. Ja, Kaden, was brauchst du denn? Was sind denn die restlichen Exoskelettteile? Brauchen wir die auch noch oder sind die unnötig? Idealerweise nein. Du hast eigentlich nur Helm und Schuhe. Und... Ich habe auch nur Schuhe. Ja, aber... Helm habe ich noch nicht gemacht. Vielleicht was brauchst du dafür? Platten. Bronzeplatten. 5 Stück. Genau, 5 Stück. Bronzeplatten, aber hast du ja schon da, war bei uns. Ja, ich habe genug Kupfer und Zinn zusammen. Ich müsste jetzt eigentlich nur mal ein Ding schmeißen und dann machen. Das könnte ich eigentlich nebenbei mal. Ich wollte für meine Sniper noch ein paar Modifikationen haben. So. Gehst aber du die auf Sniper passt, glaube ich, nur... Was ist denn drauf eigentlich? Weiß gar nicht. Nee, da passt ja nicht alles auf alles drauf. Es gibt ja nur ein Rotlichtvisier da und... Mhm. Ja, ich weiß noch nicht. Ich habe die... Ja. Doof. Du hast die? Nein, nee, nicht. Ich glaube, ich werde mir jetzt erstens die Herzen verbasteln, die ich jetzt habe schon. Da braucht man doch irgendwas Schweres dafür, sonst hätte ich es schon lange gemacht. Herzen? Die Herzen? Ach Herzen, so. Ja. Herzcontainer. Achso, dafür brauche ich, glaube ich, was fehlt mir? Irgendwas fehlt mir für, was ich gerade nicht habe. Ja, mir fehlt auch immer irgendwas. Vielleicht? Was? Ach, der Knochen fehlt, genau. Necrotic Knochen? Bone fehlt. Ja. Ich hatte zwar noch einen, irgendwo einen, ich weiß nicht wo. Knochen gibt es ja sicherlich hier irgendwo. Ich habe 9 Knochen, aber Bone war... War ich wahrscheinlich bei einem anderen... Wie heißen die Dinger? Necrotic Bone. Ich hätte theoretisch auch 2 Necrotic zwei Köpfe, aber ich weiß auch nicht wo. Ich glaube, meine Kiste verschwindet. Achso, Necrotic... Ach, das kann man gar nicht finden, sondern muss man... Also kann man nicht craften, sondern muss man finden. Nee, die musst du finden, genau. Richtig. Und die gibt's im Nether. Ja. Richtig. Von? Wither Skeletten. Welchen Einheiten? Von den Wither-Skeletten? Wither-Skelette. Die schwarzen Skelette, die es nur in den Nether-Festungen gibt. In den Festungen? Ja, ich würde mal sagen, Karten gehen wir mal suchen. Eine weiß ich, wo die ist, aber... Ich mach nochmal Fliegengehen fertig. Nee, ich will ja auch hier rumwuscheln noch. Ja, dann, ja, ich würde gerne meine Herzcontainer. Karten hat ja auch schon einige Herzcontainer. Ein. Oder? Ich habe ein Herz. Ja, so. Reicht ja erstmal. Ja, mein Problem ist, ich habe überhaupt kein Kistensystem. Aus irgendeinem Grund verliere ich immer die eine Kiste, wo alles Wichtige drin ist. Ja, das geht mir ganz genauso. Ich schleuder hier überall Zeug rein. Und irgendwann denke ich mir Weil so, Scheiße. Ich habe eigentlich schon 2 Wisserköpfe, aber ich weiß nicht wo. Kiste wieder voll. Ich habe ja noch ein bisschen Knochen, aber ich weiß auch nicht wo. Nee. Okay, das wichtige Zeug habe ich hinten alles in eine Kiste gepackt. Ich habe hier diese Spider-Torso und so weiter. Das brauchtest du doch Karten irgendwo, ne? Villager-Arm, Mushroom-Arm, ja, Spider-Torso, Creeper-Torso. Ein paar Minions und machen. Picklegs. Spider-Head. So, jetzt bin ich mit so einem komischen Kiste. Wer hat denn eigentlich diesen beschissenen Zombie-Kopf hier gepostet? Wollen wir mal bitte abhacken? Achso, das wäre ich. Und ein. Ich den weg? Ein Hopper. Einfach kaputt machen. Ja, aber das kriegt keine. Okay. Hat keine Dings bekommen, keinen Schaden irgendwie, sichtlichen Schaden. Aber den ging doch kaputt. So ein Hopper brauche ich und ein Eisen drumherum. 3-1-2-3. Ach Mann, ey. So. Komm mit dem ganzen Zeug überhaupt nicht klar. So, jetzt da. War too much. Bye. Wie ist das Auto-Output-Ding? Wolltest du mir mein hier für mein Rapier, ein Auto-Repair? Stimmt, Moment. Boah, was brauchst du dafür? Los. Redstone, Hölz. Moment, ich muss kurz
Kann man die Modifikation auch irgendwo nachschauen? Aber wahrscheinlich im roten Buch, war, weil ich gar nicht habe. Stimmt, ja, das aber ist alles im roten Buch drin. Ich muss mir ganz kurz Fliegen geben. Ding! Ich kann fliegen! Hey, GZ! Da will ich um. Ja, aber ich finde, ja, schön. Oh, ich weiß nicht. Das okay, nach dem Extraktor kommt der Splitter, ne? Oder Analyzer. Nach dem Extraktor kommt der Decryptor. Ja, nicht erst der Analyzer? Ah, ne, der Decryptor dann, okay. Decryptor, ja. Das ist ein Papier. Oh Gott, ich hab kein Papier. Habt ihr Papier? Dark, willst du eigentlich auffliegen können? Nö, eigentlich nicht. Obwohl. Lava-Resistenz? Lava-Resistenz? Maybe? Man hat da eine bestimmte Anzahl an Modifikationen, nein, oder? Also, nein, ich meine, alle haben. Nicht, dass ich wüsste. Alle? Du hattest nicht letztens gesagt, 3 ist irgendwie Maximum? Das ist bei der Waffe. Das war bei den Waffen und den Tools. Ah, ja, gib her, komm. Habt ihr zufällig Zuckerrohr? Wow, deine Kiste. Ich nehme es aus der Kiste. Zuckerrohr? Zuckerrohr? Nee. Doch, ich glaube, irgendwo noch in der Kiste habe ich noch was. Also ich brauche ein Papier. Irgendwo in der Kiste hatte ich noch was. Ein Papier brauche ich für den... Das kann ich dir geben. Decryptor. Der Breeder braucht kein Papier, ne? Der braucht Weizen. Ja. Wo bist du? Dann bringe ich dir kurz Papier vorbei. Was hast du mir jetzt gegeben? Fliegen ohne Form? Fliegen ohne Form, ja. Maru, okay. Wo bist du? Ich bin zu euch geflogen. Okay. Genau. Ich find's cool zu fliegen, ohne die Form wechseln zu müssen. Kannst du nicht auf Form fliegen, oder? Du kannst auch als Katze fliegen. Stimmt, ja. Als Ocelot. Ich muss auch mal was gucken. Dann würde ich als kleine Spinne fliegen, oh, weil die können ja unter Half-Slaps. So. Kannst du dir irgendwelche Secrets, mega hyper Secret eingeben? Du kommst da nicht rein, du bist zu fett. So ein Scheiß aber auch. So, und ich fliege jetzt als Huhn. Kommt bestimmt auch cool. Hui. Wie schaut denn das eigentlich aus? Warum bin ich? Ich bin ein Reaper mit Rüstung. ein Zombie mit Rüstung. Du bist ein Zombie mit Tierrüstung und fliegst. Du müsstest eine Fallen-Blutprobe irgendwo hinsetzen, wo du Creeper-Gene drin hast. Das sieht sowas von Kacke aus, Kahn. Hier, die Spinne. die Spinne? Juhu. Oh Gott, jetzt habe ich was angestellt. Die Creeper-Gene, wie wir das 8-mal U drücken und dann explodiert man? Ja, genau. 8-mal U, bei jedem U drückt Tischstuhl und dann... Wer ist jetzt die Fledermaus? Maru, bist du das? Ja, genau. Da. Ja. Toll, die Kiste. Ich war vor der Kiste da. Achso. Sag so, ich habe alles hier, damit ich es nicht verpasse. Ja klar. Ich habe irgendwie auch kein Zuckerrohr gemacht, sondern ich habe mir das aus, wie heißen sie, Wooden Chips gemacht, das Papier. Ah, schon kann man auch machen, sehe ich gerade. Ja. Da muss ich Holz pulverisieren, aber ich habe jetzt kein Pulverisalz und sowas gebraucht. Richtig, ich hatte hier nämlich schon einen. Karten, wir wollten gerade irgendwas machen. Also ich brauche einen Decryptor, genau. Was wollten wir machen? Ins Nether gehen und Skelette jagen. Ah, stimmt, genau. Warte, ich werde noch. Voll wolltest du mir noch einen Auto-Repair verpassen für meinen Rapier. Stimmt, wo habe ich denn das hingeschmissen, den Moss? Genau. Was brauchen wir dafür genau? Weil ich kann bei dir gucken. Darf ich selber machen. Du brauchst 9 Cobblestone, 8 Cobblestones im Wasser, um erstmal Mossy Stones. Ach, Bottle of Moss ist das Auto-Repair. Genau, einfach draufpacken. Okay, also Decryptor. Mega awesome. Extractor, Decryptor, Splitter. Das könnte ich eigentlich. Und wenn das an. Du meintest nur am Licht repariert sich das? Richtig. Diamant. Attack 4 Hearts? Da steht irgendwie Attack 4 Hearts bei der Toolstation, was vorher gar nicht da stand. Bei der Toolstation? Genau, wenn ich jetzt meinen Rapier reinlege, Durability, also Haltbarkeit und Attack 4 Hearts. Achso, das stand glaube ich vorher da, aber ich habe es nicht beachtet. Kann sein. Du hast schon ziemlich viel damit rumgespielt, kann das sein? Weil das ist ja, ziemlich down. Ich habe ziemlich viele Monster angegriffen. Ich musste schon. Imps jagen im Nether. Du musstest Imps jagen, okay. Ja, ich will meine scheiß Container haben. Muss ich den Itemdux irgendwas beibringen, dass sie das machen, oder geht das einfach so? Nö, du musst nur Output einstellen. Ich mach die Kiste rein, oben in die Kiste kommt das Zeug rein, dann geht das so durch und kommt dann in der Kiste an. Das ist ja geil. Ja. Und du musst ein Redstone-Signal anlegen, damit die aktiv sind. Deswegen die ganzen Schalter auch. Schalter. Ja. Und dann geht das alles automatisch. Karten. Geben wir? Achso, hab ich alles irgendwelche Gene, die du einem am Kumpel, Kollegen, Gen-Manipulator
leihen kannst. Was, du willst Gene von mir haben. Geh dir nicht mal raus, ja. Er will ein Kind von dir. Ein Gen von dir, Ein Kind von mir. von mir das Ganze da unten plündern. Die Teleport und Infinity brauche ich jetzt nicht zwingend. Und ja, die Basisgene kannst du haben wahrscheinlich. Ja, bediene dich. Ja, cool. Ich brauch's nicht zwingend. Was brauchst du nicht? Das, was da drin ist, brauche ich jetzt nicht zwingend im Moment. Ja. Also von mir aus kannst du es haben. Also viel mit, wie ich tragen kann. So viel ist es ja nicht. Wir warten los. Moment, ich muss nur ganz kurz noch was anpflanzen. Okay. Wir haben gerade ein, ich könnte ein bisschen Essen noch mitnehmen. Ja, ich habe auch einiges dabei, an Brot auch vor allem. So. Huch! Nein, bist du doch. Lass es nicht wegschmeißen. Ja, ich wollte es eigentlich kurz in die... Weil ich jetzt allgemein nicht so ein Problem habe, da ich habe ja eine unendliche Kuhquelle. Lava ist ja auch gerade jetzt nicht das Raste, wenn man direkt neben dem Netzportal steht. Ja. Okay, mit dem Portable Tank ist es relativ praktisch. Einsacken, auffüllen. Den Ender Tank gibt es ja leider nicht. Das stimmt, das ist sehr schade. Das heißt, irgendwann wird der Server ganz schön krass laggen, weil natürlich alle nur Lava abpumpen, aber nicht wegmachen, dass sie fließt. Das kann sein, ja. So, gehen wir? Was? Ja, ich schmeiß noch kurz was in die Kiste rein und dann können wir abhauen. 2,5 bringt ein Brot nur. Huch. Kartoffeln. Viel. Kartoffeln bringen hier extrem viel. Wir haben noch gar keine Kartoffelsamen. Stimmt, müssen wir auch noch besser. Ich hab Dorf der. Kann ich welche vorbeibringen nachher noch? Oder geben, wenn er zurückkommt? Jo, wäre nett. Wenn er aus dem Netz wieder rauskommt, bei mir kurz vorbeifliegen, dann gebe ich euch die. Nein, oder ich gebe euch die Erlaubnis aus meinem Feld, die rauszunehmen. Du weißt nicht, wo dein Haus ist, aber das werden wir sicherlich schon finden. Das werden wir rausfinden. So, dann auf geht's. Das ist irgendwie praktisch. Sieht das scheiße aus, Mann. Nein, wir sind nicht im Creative, das schaut nur so aus. Das sieht so kacke aus. Man kann sich wirklich unendlich Gene verpassen. Alle Gene, die es gibt. Wie sind das? 12 oder allerdings so? Wirst du manchmal die Gene gar nicht kombiniert haben. Zum Beispiel wirst du Double Jump Gen gar nicht haben. Nee, ich meine ja hier, es gibt ja auch irgendwie noch ein Gen mit den 10 Herzen dazu, hier vom Eisengolem oder sowas. Es sind nur 5, aber ja. Ja, oder halt nur 5 reicht ja auch. Wenn einer das Rad reizt eigentlich, weil du kannst ja das Blut tauschen. Richtig. Na, dann lass doch gleich mal ein Eisengolem craften. Genau, deswegen will ich ja... Warte mal, ich muss kurz schauen. Kürbis, ja. Kann ich hier Fallschaden? Nö. Wollte ich mal testen. Weil ich mir nicht sicher. Kommt mal Fallschaden? Nee, da kommt keinen. Wollte ich mal testen. Nicht, dass es doch so ist. Weil das ist auch ganz praktisch. Erstmal... Komm raus da. Schaden. Achso. Achso, da. Ist ja egal, wo. Vor allem, man sieht uns jetzt besser. Wir sind keine Fledermäuse mehr. Okay, wenn jemand anders da ist, dann sollten vielleicht nicht so rumfliegen, sondern vielleicht. Nee, dann sollten wir als Wespe oder so. Ja. Oder als Phantom. Stimmt. Phantom laggt im Kampf. Das heißt, deine Rüstung ist nicht da, wo du bist. Okay. Die Rüstung wird bei da hinten angezeigt, deswegen. Was wollten wir eigentlich suchen? Netherfestung. Die Festung. Ich weiß, wo eine ist. Die ist im Nordosten. Wir haben eine im Nordwesten mal entdeckt und ich würde jetzt da gerade hinfliegen. Stimmt. Also die Monster sollten ja wieder spawnen, ne? Also im Nordosten waren es 3 Netherfestungen aneinandergereiht. Ich habe so viele Kisten leer geräumt. Okay. Vorsicht, Wespennest, gell? Also der Item funktioniert... Achso, wo ich kann ihn immer drunter packen, ne? Hier, ich will das Guest-Gen irgendwann mal haben, ich will schießen können. Das mache ich später. Mach jetzt mal erstmal händisch hier. Können wir später mal machen. Also, ich möchte auch erstmal die wichtigen Gene. Ich möchte diese beschissenen Bienenwaben kaputt machen, alle. Allesamt. Zerstören will ich sie. Wird jedes einzelne Nest ausrotten. Sehe schon, du hast so einen gewissen Hass gegen diese Wespen entwickelt. Wenn du dich nochmal in eine Wespe verwirrst, dann zerschlage ich dich. So, Tinkel. Dann erst mich auch ins Bett geben. Ja, ich darf noch. Ich darf noch. Was ist denn das Infinity-Gen? Das ist das Skelett-Gen, oder? Das ist das Skelett-Gen, ja. Wenn du den Genetic Bow hast, dann kannst du beliebig viele Pfeile verschießen. Cool. Das ist eigentlich Infinite Milch. Yay. So, da ist die Netherfestung. Ist auch ein sehr schönes Gen. Ich kann jetzt aus jedem Tier und aus mir selbst Milch rausholen. Hast du echt hierher gefunden, ja? Ohne Scheiß. Sehr abartig. Ich habe mir den Ding markiert. Und ich wusste dann, wo es hingeht. Ja, aber... Okay. So zielsicher meinst du, oder wie? Geht schön schnell. Ja, nicht verflogen oder so. Dann schauen wir mal, ob wir eins finden. Das Schöne ist, mit dem Fliegen gehen verbraucht man keine Nahrung. Im Gegensatz zu mit Fledermaus fliegen. Richtig, deswegen mache ich das auch lieber. Du fliegst gerade nicht, oder? Du gehst gerade oder fliegst du gerade? Ich fliege immer noch. Du bist gerade minimal über dem Boden bei mir.
Oh. Deshalb braucht eben nichts. Wir suchen einfach die Nether-Festung ab. Also ich würde sagen, wir trennen uns irgendwie und schauen mal, ob wir was finden. Wir trennen uns? Nee. Okay. Nee. Warum hast du Angst? Hast du Angst allein? Oh, nee. Ja, okay, ich trenne mich. Tschüss. Tschüss. Dann fliegst halt du da lang. Dann flieg wieder da lang. Weil ich Angst habe, dass du mich tötest, wenn wir uns irgendwann mal sehen sollten. Also jetzt würden wir es, glaube ich, erkennen. Hallo, wir sind beide nicht gemorpht. Eine Golden Chest. Wither-Skelett. Eine Golden Chestplate. Da hinten ist leer. Also, nichts mehr. Das war's. Und mit jemand hingepackt, ja. An meiner Seite ist nichts mehr. Ich habe ja noch was. Oder sollen wir uns durch die Blöcke durchhacken? Nee, wa? So, du bist dran. Ich will deine Gene haben. Gib mir all deine Gene. Siehst du, ich habe das Ding gar nicht dabei. Doch, ich nehme hier gerade das Wither-Skelett aus. Ich höre schon. Irgendwo hier bist du über mir. Nein, es geht kaputt. Da, Infinite Milk. Kommen Sie da raus. Ah, bist du. Ich sehe deinen Namen. Du bist direkt vor mir. Weil, glaube ich, so, wenn man diesen wenn man diese Splitten hat, dann kriegt man viel mehr Metall raus aus dem Erz, ne? Das Pulverizer? Genau. Genau, da kriegst du zwei Pulverize-Dinger raus. Und mach mal noch ein extra. Okay, cool. Deswegen ist Pulverizer besser. Also ich habe jetzt quasi diese Gene-Knöpfe. Dann brauche ich einen Transmutator, ne? Um die zu füllen. Ne, du brauchst einen Breeder, um es anzureichern. Breeder. Okay, ein Breeder. Transmutator weiß ich gerade gar nicht mehr, was man den braucht. Dago, bist du hin? Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich bin hier, wo du noch nicht warst. Das heißt, ich muss erstmal wieder Gene splitten und muss seit den Gen muss ich mir... Viele Kisten. Cool. Und ich habe ein Skelett gehört. Ach, scheiße. Oder ist, dass man diese Organic-Drops auch in den Steam-Ofen packen kann. Ja, das ist sehr praktisch. Wenn es schon sonst nichts für nix Nütze sind. Oh, hier ist ein Wither-Skelett. Ich habe auch eins. Getötet. Okay. Es gibt aber wieder keinen Necrotic Bone. Ja, aber ich habe schon mal die Morph-Form, ist schon mal gut. Ja, ich hatte vorhin schon, ich habe schon mal einen getötet. Ich habe auch den beschissen ausgenommen mit den Genen. Oh. Ich hoffe mal, ich krieg den Wither-Effekt. Ich hab leider kein Dings dabei, also die Wither müssen lassen was fallen, ja? Ja. Was wir brauchen. Ein schwarzer Knochen. Ich hab dieses Ding nämlich nicht dabei. Okay. Ja, die droppen das. Gene haben sie gar nicht, ne? Doch. Echt? Was gibt ein Wither-Skelett für ein Gen? Das Wither-Skelett gibt im Wither-Effekt. Ach, das ist nur das Wither-Skelett? Ja, das geht nur vom Wither. Nee, With. Oder? Also laut Internet ist es nur vom Wither. Echt? Wither. Echt? Huch, warum leckt sie eigentlich gerade so? Find's nicht. Puh, müsste ich jetzt nachschauen, aber ich meine, es geht vom Skelett auch. Da gucken, wenn du die Gene rausholst. Ja, ein Dreieck, ach so. Ach, jetzt bin ich hier wieder. Ja. Mega risky hier überall. So, jetzt muss ich was ich haben möchte. Korrekt. Also ich möchte als allererstes das... Ich muss jetzt erstmal einen Splitter. Das heißt, wir jagen gerade die falschen Monster, ja? Da gehen eventuell. Wir ja, nee, die nee, müssen Bones ja trotzdem die Bones trotzdem. Haben. Die Bones brauchen wir trotzdem. Achso. Ach, ist das scheiße. Richtig. Ich finde, glaube ich, auch dass die Hardcontainer auf die Rüstung packen, ne? Auf die Exo-Rüstung. Kann man auch machen, ja. Du kannst es auch dir direkt geben. Ich bin irgendwie verschwarzgiftet. Moment, das G, was Essen kriegt, ist nach rechts, ne? Ah, genau. Krieg ja Schaden. Achso, okay. Essen? Was? Das G, was ich fütter, das muss nach rechts. So. Genau, das, was du anreichern willst, das muss nach rechts. Ich brauche am besten, bei den Sachen ist ja leicht, nee, einfach Zellen von Fledermäusen. Das ist Basic Gen. Gut. Ich bin irgendwie nicht mehr in der Nether-Festung. Flieg halt wieder rein. Jetzt muss ich erstmal das Ding hier anreichern. Ich hab mich verflogen. So, und ich suche immer noch verzweifelt nach Wither. Ich habe zwei getötet, haben nichts hinterlassen. Ich habe schon fünf getötet, die haben nichts hinterlassen. Jetzt aber unfair.
Ich habe schon wieder einen Blaze-Spawner gefunden. Will ich doch gar nicht. Ich glaube, Feuerimmunität wäre ja auch nicht so schlecht bei so viel Lava. Ja, hast du übrigens auch. Ja. Du hast ja mein Blut. Ah! Ich hatte schon Feuerimmunität. Ach, hier war ich auch schon. Das heißt, wenn ich theoretisch in Lava gehen würde. Ja, dann dürftest du nicht sterben. Also nicht verbrennen. Die Damage-Animation kriege ich, aber ich kriege keinen Schaden. Genau. Dann cool. Ist alles perfekt. Kann ich ja in Ruhe nach unten fliegen. Richtig, ist dann gut Lava ausgerüstet. Abchecken. Ja. Okay. Spawnen denn die Monster so schnell wieder, die Wither hier? Die Wither spawnen bloß an den Kreuzungen. Also im Prinzip immer mal wieder die Kreuzungen abfliegen und schauen, ob sie gerade da sind. Nur an den Kreuzungen? Ja. Also laut Minecraft-Wiki, ja. Nee, bei mir war das sogar. Oh, ich hab. Oh, hier sind ganz viele. Cool. Blaze, Wither, Dingens, ein paar Zombie-Skelette noch. Ach, leck mich doch am Arsch. Der hat was hinterlassen. Ich glaube, kein schwarzer Knochen. Alter! Warum schießt das Ding, das Blaze 3 auf einmal? Das ist ein Super Blaze, keine Ahnung. Das war nur ein normaler Blaze, aber trotzdem nicht fair. Ich habe nur normales Bone, keine schwarzen. Es gibt auch so ein lustiges Gen, da kannst du dich, das nennt sich Wooly, da kann man dich dann scheren. Da gibst du einen Wolle. Ja. Ja, ja. Und du kannst Gras essen. Stimmt, ja, das ist auch ganz cool. Nom, nom. Aber das sättigt einen nicht so. Ein sehr nützliches Gen, muss ich sagen. Warum? Wenn du mal schnell essen brauchst und du bist auf einer Wiese? Ich meine, dass man dich scheren kann. Ach so, warum? Wolle? Hallo? Warum nicht? Aber wir haben noch ganz viel Wolle. Ja, okay. Rote. Nur zum Markieren benutzt werden darf. Darf ich benutzen, ja. Oh, hier ist noch ein Wither. Und ich habe. Oh, ich habe was Schwarzes. Ah, das ist Kohle, oder? Warum lässt das den Kohle fallen? Der Kohle geht da rein. Die lassen auch Kohle fallen. Ja. Richtig. Uncool, da lässt er mal Schwarzes fallen und lässt er Kohle fallen. Hm. Hm? Ich glaube, ich sollte nicht so schnell hier rumfliegen. Weil ich fliege hier eigentlich nur, ich laufe nicht. Ja, auch nur. So ganz knapp über den Boden. Verbraucht echt wenig Essen, muss ich sagen. Cool. Ich habe bis jetzt noch gar nichts gebraucht, weil ich immer nur fliege. Nix. Geräusche? Ja. Okay. Was gibt's? Ach ne, hier ist ein bisschen. Ist ja ein bisschen chaotisch, was ich hier mache, weil ich hier so nur alles mal von Händen in der Hand mache gerade. Ja, das so, ohne Redstone-Zeugs. Faden es hat, oder wie? Das Zeug füttern ohne Redstone. Redstone-Flux. Also mit Mann, ich finde nichts mehr. Jetzt greife ich mich hier schon quer durch. Wither, wo seid ihr? Ach, jetzt bin ich hier wieder. Also. Aber ehrlich gesagt würde ich gerne meine Gene mal kurz ausprobieren, ob ich jetzt wirklich das Zeug rausbekomme. Welches? Ich habe gerade. Ja, geh doch! Ein Wither-Skelett habe ich ja komplett ausgenommen. Okay. Und jetzt möchte ich gerne wissen, ob ich eben entsprechende Gene jetzt rausbekomme oder nicht. Weil wir waren uns ja gerade nicht einig. Wieder eine Kohle. Alter, willst du mich verarschen? Scheiß Wither-Skelett. Ist nur die Frage, wie komme ich jetzt hier nicht raus? Draußen. Wow, ein Riesengess. Ich flicke immer die Alter, ein Guess mit einem riesen Hut. Ja, das ist cool, ne? Doppelt so groß wie der Guess war der Hut etwa. Oder doppelt so lang. Och, Guess, lass mich in Ruhe. Ich gehe weiter, Wither, ja. Aber wir müssen... 24 Minuten sind wir schon wieder. Ist ja ätzend. Soll ich noch eins machen danach? Nee, ich nicht. Na, schade. Toll, ich hab ein Skelett gefunden, aber kein Wither-Skelett. Oh, jetzt noch ein. Na, ist auch wieder nur ein Blaze gewesen. Mann, Leute, gebt mir ein Wither. Gebt mir ein W. Gebt mir ein I. Gebt mir ein Ither. Und ein Ither. Genau. Gebt mir das, was ich suche. Etwas Schwarzes. Gib ihm was Schwarzes, Langes. Nee. Mensch, warte. Ja, ich glaube, ich habe. Nee. Ich glaube, ich habe einen Necrotic Bone gefunden. Ja, nice. Geil. Einen brauchen wir nur oder wie viel brauchen wir? Pro Herzcontainer ein. Na, das war schon mal mein Herzcontainer, würde ich sagen. Wo bist du da? Nee.
Zielkill ist verboten. Ich kann dir gerne die Regeln rauskopieren. Ich brauche mal jemanden von Team Blau. Wir müssen mal Team Grün machen. Nee, Spaß. Hier geht's die ganze Zeit hier unten ab. Ich will diese scheiß Knochen haben. Ich finde hier nicht mehr raus. Grab die einfach zur Not nach oben raus. Das ist kein Ding. Ah, nee, ich hab. Oh, ich hab. Ja, gerade jetzt finde ich raus. Super. Sehr spannend hier alles. Oh ja, vor allem da ich hier die ganze Zeit nur Gänge lang fliege ohne Ende und ich hab grad ein Leck. Nee, hier bin ich in der Sackgasse. Hä? Dann fliege ich halt da lang. Da schaut's besser aus. Hält jetzt auch mit was anderem füttern außer Gehen? Hm? Das Gen, das du hier anfüttern willst? Ja. Nee, es gehen nur die Gene, die es selber sind. Also wenn du zum Beispiel Fly machen willst, Basic, dann kannst du noch Fly gehen und dann die Basic. Aber ansonsten nix. Schade. Weil ich kann nicht stacken, die dummen Gene. Stimmt, ja. Das braucht immer ein bisschen. Okay, jetzt suche ich auch nach draußen, aber ich finde es nicht mehr. Also ich bin jetzt draußen. Ich fliege jetzt wieder Richtung Portal. Nein! Doch. Du musst ja ein paar Fledermäuse anscheinend massakrieren. Ja. Du musst auch das Flug gehen. So, dann fliege ich auch mal wieder Richtung zurück. Richtung zurück. Richtung zurück. Mal schauen, ob ich es noch finde. Du bist ja so unglaublich zielsicher hergeflogen. Ja, mehr oder minder. Hä, hey, was mache ich denn? Ich muss ja da lang. Nein, ich habe mich schon wieder verlaufen. Gold. Nee, doch, hätte doch da lang müssen. Ach, so ein Scheiß. Rückflug ist irgendwie schwieriger als der Hinweg. Finde ich auch, vor allem, weil ich dich nicht habe. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach mal so einen straighten Gang zum Dings bauen. Genau. Da macht ein Guest kaputt. Ist ja auch uncool. Hm. Boah, ganz viele Spinnen. Warum ist halt das Obsidian? Also dieser Guest geht mir auf die Eier. Wo bist du? Da oben. Eine Spinne mit einem Trollface. Das ist geil. Das ist cool. Aua. Soll ich auch eine. Auch ein Guest. Läuft ihr mich? Noch ein Guest. Alter. Egal. So, da ist das Portal, endlich. Ich habe das Gebäude gefunden. Juhu. Ist auch so unscheinbar. Hä? Wir bräuchten mal so größere, so Level-Container da. Ich habe 41 Level noch und die kann ich nicht verballern. Ja, ich baue ja schon, bloß dafür brauche ich Obsidian. Pro Tank. 4 Stück. Da sind gerade so viele Monster. Oh, ich hab Dings gefunden. Heil. Heil als Magma-Block. Echt geil. Ja, okay. Kai von South Park mit seiner grünen Mütze. Cool. Hey, mir fehlen nur noch 8 Gene. dabei hast du mich schon geplündert. Ja, ach Gott, meine Stimme. Ich glaube, ich muss da lange aufhören. Gene? Nein. Schlimm. Boah, was ist neu kaputt. Ja, wir müssen dann aber jetzt hier Schluss machen. Na, ist jetzt auch gerade. Moment, nach Hause schaffe ich es noch. Warte kurz. Ich würde es gerne noch zum Portal schaffen. Dann würde ich mir so lange Hausschub von meinen Kühen. Das wird nix. Stimme, was ist los, Kaden? Ich weiß nicht, was heute kaputt ist. Schon wieder im Wespennest. Ich bin ganz richtig, also. Ich brauche ja gar nicht. Ich brauche ja eigentlich. Ja. Ja. Hier sind die Dinger. Ach ja. Die haben Hausschuppen. Ich glaube, ich werde mir dann später echt so eine Linie bis zum Dings hinlegen. Straight ahead. Eine Redstone-Linie oder sowas. Eine Blutlinie. Ganz unscheinbar. Wir sollten Linie. Dann jetzt wirklich. Ja, wollte auch gerade sagen, ja. Wir müssen jetzt aufhören. Okay. Ja, ich weiß, ich spiele von selber. Okay. Ja. Bis dann. Tschüss. Ciao.